Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über ChatGPT und Schule. Ich heiße Alicia Bankhofer und ich bin Lehrerin in Wien. Ja, wir sind heute im Mai, Ende Mai 2023. Sehr viel ist passiert in diesem heurigen Schuljahr. Wir haben gehört, wir haben gesehen, was ChatGPT und andere KI-Tools alle können. Das Ganze begann natürlich nicht 2022, es gab auch vorher auch Entwicklungen, aber Tatsache ist, dass ChatGPT 3,5 30. November 2022 gekommen ist. Und wir haben auf jeden Fall gesehen, dass als Reaktion darauf sehr, sehr viele andere Tools dazugekommen sind. Viele Big Player haben entweder Sachen gelauncht, gestartet oder haben Betas gestartet. Ja, das Ganze fing im Prinzip an, diese neue Entwicklung fing an mit ChatGPT. Was ist das? Wie kann man das beschreiben? Ich beschreibe es gerne als Antwortmaschine oder als Inhaltsgenerator. Das heißt, man kann die KI mit einer Texteingabe prompten sozusagen oder eine Texteingabe eingeben, wie bei einer Suchmaschine eine Angabe machen. Und das Ganze ist im Chatbot-Stil, das heißt, man bekommt eine Antwort oder ein Ergebnis und man kann immer wieder hin und her, wie in einem Gespräch, die Ergebnisse verfeinern. Das Ganze ist basiert auf einem Sprachmodell, das nennt sich Large Language Model, wurde in den letzten Jahren entwickelt und ist jetzt, wie wir wissen, sehr, sehr mächtig. Ich werde jetzt nicht wirklich sehr viele technische Details zu ChatGPT erklären, aber ich kann auf jeden Fall ein paar Sachen sagen, was ChatGPT kann, wer das noch nicht ausprobiert hat. Es kann sehr, sehr gut Fragen generieren, Fragen beantworten, Beispielaufgaben geben, zum Beispiel, wenn du wirklich als Lehrperson das mal ausprobierst für deine tägliche Arbeit. Das ist wirklich erstaunlich, wie schnell wir Ergebnisse bekommen. Kann Dinge empfehlen, kann sehr, sehr gut analysieren, vergleichen und kann die Ergebnisse interessanterweise auf unterschiedliche Art und Weise ausgeben, zum Beispiel auflisten, nummerieren oder auch in einer Tabelle. Klar, die Ergebnisse, die wir bekommen von ChatGPT, wie bei anderen digitalen Assistenten, müssen wir immer kritisch betrachten, beziehungsweise es muss nicht immer wahr sein. Es stimmt, dass ChatGPT und andere KI-Tools halluzinieren, weil sie einfach Sie berechnen Wahrscheinlichkeiten aufgrund der Daten, die sie bekommen haben. Ja? Das heißt, es ist nicht wirklich wahr, dass ChatGPT lügen kann, weil ChatGPT keine böse Absichten haben kann. Es ist kein Mensch. Ja? Aber es stimmt, dass, weil es mit falschen Daten oder mit Daten mit einem gewissen Vorteil gefuttert wurde, kann natürlich auch dann das als Ergebnis geben. Deswegen sollen wir, wenn wir das verwenden und auch die Schülerinnen und Schüler auch beibringen, das kritisch zu hinterfragen und zu verifizieren. Hier ein Beispiel, was ChatGPT kann. Ich habe hier eine Texteingabe gemacht, dass ChatGPT zum Beispiel eine Kurzgeschichte schreiben soll. Ich habe die Parameter gesetzt. Wir wissen, dass es sehr wichtig ist bei ChatGPT und anderen Texttools, dass wir sagen, wie lang, in welchem Stil und ein paar Angaben dazu. Und wir sehen das Ergebnis. Das habe ich heute gemacht, in der Früh. Ich kann auch eine weitere, weil ich gesagt habe, das ist gesprächartig. Ich kann sagen, okay, super, ich habe dieses Ergebnis bekommen. Bitte das jetzt auf Englisch übersetzen und eine Lückentextaufgabe erstellen. Und genau das macht die KI. Die KI übersetzt den Text und macht gleich eine Lückentextaufgabe. Also man könnte sagen, als Lehrperson hätte man eine ganze Suppe Lernaufgabe hiermit generiert, auch sogar mit Antwortliste. Ja, ChatGPT und andere Tools können sehr, sehr viel. Es gibt mittlerweile so viele Tools. Die Frage ist, wie reagieren wir? Viele reagieren mit Unmut, Unverständnis. Viele haben Angst, viele sind schockiert, entrüstet. Die Frage ist, als Lehrperson, als Mensch, als mitten im Leben, im Berufsleben 2023, hat es einen Sinn, das zu verbieten? Ich behaupte mal, nein. Es ist ähnlich, wenn wir sagen, wir würden versuchen, ein Hochwasser zu verbieten mit einem Finger in diesem Teich.
Und stattdessen sollen wir aktiv uns mit der Sache befassen und uns anschauen, wie wir das für unsere täglichen Praxis und Beruf einmal ausnutzen können. Wie kann die KI für uns arbeiten? Und wie gesagt, es gibt mittlerweile sehr, 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 sehr viele KIs für unterschiedliche Zwecke. Es gibt mittlerweile, heute, diesem heutigen Tag habe ich gescreenshottet, es gibt ein Tool, ein AI-Portal, ein KI-Portal, listet 4600 Tools für 1200 unterschiedliche Aufgaben. Die Webseite heißt wirklich buchstäblich There's an AI for that.com. Wer sich das anschauen möchte, kann das gerne. Es gibt eine KI zum Lessonplans generieren. Die KI heißt app.educationcopilot.com und man braucht nur ein paar Texteingaben geben, sagen, worum es geht, Thema, wie lang soll diese Unterrichtssequenz sein, soll es eine Einheit oder zwei Einheiten sein. Und die KI generiert wirklich einmal einen Lessonplan für uns, schlägt gewisse Sachen vor, schlägt Lernziele vor, schlägt Unterlagen vor, macht sogar Handouts. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist jetzt schon möglich. Jetzt 2023 möglich. Wir können uns vorstellen, was in Zukunft alles möglich sein kann und wird. Es gibt eine KI auch für Textvervollständigung. Diese KI zum Beispiel hier ist Jenny.ai, wo wir, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe eine Schreibblockade, man kann Vorschläge, Textvorschläge akzeptieren oder ablehnen. Und dann anpassen natürlich. Und was Jenny AI auch kann, Jenny AI schlägt auch Bilder vor, was auch sehr lustig ist. Also ja, das gibt's auch. Es gibt auch eine KI für Präsentationen generieren, gibt sehr viele. Hier nur abgebildet dieses Tool namens tom.app. Wir brauchen, wie gesagt, hier nur die Texteingabe geben. Hier habe ich zum Beispiel ein Thema über Fake News oder Desinformation. Und die KI generiert bereits schon ein Gerüst für meine Präsentation mit Textinhalten. Kann auch Bilder auch generieren. Diese ganzen Sachen sind am besten mit Login. Warum? Weil wir dann eine Art Verlauf haben und wir haben auch die Möglichkeit, möglicherweise auch zu raffinieren, zu verfeinern nachher. Was gibt es noch? Es gibt auch natürlich klarerweise KIs für Videogeneration. Es gibt KIs, um PDFs zu analysieren. Das heißt, einfach hier im Browser Chat PDF einfach hochladen und man kann dann diese PDF-Datei kann man dann befragen. Es gibt KI für Musik. Also es gibt wirklich kaum einen Bereich, wo wir sagen können, dass KI nicht drinnen ist. Hier ein Beispiel für ein Tool, das ich auch im Englischunterricht verwendet habe: Text-to-Speech. Oder hier ein sehr, sehr cooles Tool: Firefly. Das ist jetzt im Beta, kommt von der Firma Adobe und es ist total toll, was Firefly schon kann. Diese Woche hat Adobe auch in Photoshop auch Generative Fill KI gestartet. Also die gesamte Grafikerwelt weltweit ist sehr, wie soll ich sagen, ist damit konfrontiert, dass die Arbeit sehr erleichtert wird. Sagen wir mal so, formulieren wir es mal so. Das heißt, so viel wie die KI verändert die Art und Weise, wie wir Menschen und vor allem alle Menschen arbeiten, jetzt schon. Das heißt, wir sind betroffen, ob wir es mögen oder nicht. Aber ich habe für Sie, für euch eine gute Nachricht. Ich behaupte, ich sage, dass die künstliche Intelligenz eine gute Nachricht für die Bildung sein kann. Was meine ich damit? Ich hoffe, dass Sie erlauben, dass ich das begründe. Ich glaube, dass es gut ist, weil es wird uns neue Möglichkeiten geben zu arbeiten in der Vorbereitung. Es wird uns sehr viel Zeit ersparen. Wir werden unsere Methoden natürlich anpassen, aber es wird dann, glaube ich, eine Optimierung unserer Prozesse, weil wir werden nicht mehr nur ausschließlich Wissen abfragen oder einfach schauen, ist es angekommen, sondern wir können auch das einfach verfeinern und mehr höhere Denkprozesse ansprechen. Abgesehen davon
ist es so, dass wir eine Art digitaler Assistent haben für unsere tägliche Arbeit bei der Verwaltung, Kommunikation. Denken wir nur zum Beispiel an E-Mails, an Eltern oder wie wir Dinge dokumentieren. Es ist auch eine sehr, sehr gute Nachricht für Sprachlehrpersonen. Ich bin selber Englischlehrerin und da das Ganze auf einem Sprachmodell basiert, ist es eindeutig so, dass wir Sprachbildung, das ist eine gute Nachricht für Sprachbildung und Sprachkompetenz, weil man kann diese KIs mit Texteingaben oder mit Sprache bedienen. Die sind auch dialogisch. Das heißt, wir müssen kommunizieren, deuten, interpretieren und filtern, wenn wir diese Tools gut nutzen möchten. Und das ist auch eine gute Botschaft und gute Sache auch für die Kinder und Jugendlichen, die das verwenden werden. Es stimmt, wir werden nicht immer erkennen, ob eine Arbeit mit Hilfe von der KI erstellt wurde. Das stimmt. Hier ein Beispiel habe ich gescreenshottet von Nat Geo. Ist jetzt schon, ist es sehr schwer herauszufinden, ob etwas, das klar zu erkennen, ob etwas zum Beispiel von der KI, ein Bild von der KI generiert wurde oder nicht. Und auch Text, nicht so leicht zu erkennen, ob eine KI es generiert hat oder nicht. Ich habe hier eine Aufgabe, die ich in meinen Workshops integriere und frage das Publikum, was denken Sie? Ist Text auf der linken Seite von der KI oder von einem Mensch? Ist der Text auf der rechten Seite von der KI oder von Mensch? Ich verrate die Antwort nicht. Wenn Sie die Antwort wissen möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. Welche Lösungsansätze haben wir? Ich habe schon gesagt, wir müssen uns anpassen. Was bedeutet das? Wir sollten gute Beziehungen zu den Lernenden pflegen. Wir sollten überlegen, dass wir anstatt ergebnisorientiert zu sein, eher praxisorientiert sind und arbeiten. Und wir sollten in Erwägung ziehen, andere Methoden zu verwenden, zum Beispiel Projektarbeit, dass wir mehr zu Präsentationen der Ergebnisse, der Arbeitsergebnisse gehen oder Portfolioarbeit machen. Oder zum Beispiel Dinge wie Flipped Classroom bieten sich an, dass wir sagen, wir geben die Inputs im Vorhinein und die Kinder und Jugendlichen arbeiten in der Klasse, erstellen Texte in der Klasse. Aber Alicia, höre ich schon manche Leute sagen, was heißt das jetzt? Wir haben VWAs in der Schule, wir haben Bachelorarbeiten, was ist? Ja, das stimmt, diese Sachen gibt es, aber wie gesagt, diese Dinge werden sich relativ schnell sich anpassen müssen und ändern müssen. Diese Woche kam die Meldung aus Bayern, dass sie überlegen, zum Beispiel aufgrund von ChatGPT und anderen Entwicklungen Noten abzuschaffen. Das heißt, jetzt ist schon, werden schon Ideen ausprobiert oder Dinge ausprobiert, die das Ganze auf jeden Fall anders machen. Die Folgen? Unsere Zeit als Lehrperson wird hoffentlich, ich glaube schon, sinnvoll und produktiv genutzt werden. Und wir werden nicht unsere Zeit verschwenden, Polizei zu spielen und Tools einzusetzen, um drauf zu kommen, ob jemand geschummelt hat oder nicht. Das bedeutet auch für uns, dass wir alle Menschen KI-kompetent werden müssen. Was heißt das? Das heißt, dass wir lernen, mit KI-basierten Technologien umzugehen. Dass wir lernen, wie wir Prompts machen oder Texteingaben machen und wie wir diese Sachen effizient einsetzen, um unsere Ergebnisse zu bekommen. Wir sollten wissen und verstehen, wie diese Tools funktionieren. Basiswissen genügt. Dann sollten wir natürlich das verwenden, erproben, schauen, was wir machen können mit diesen Sachen. Und klarerweise wir wie vorher erwähnt, die Ergebnisse kritisch hinterfragen. Aber Alicia, höre ich manche denken, warum sollen wir das den Kindern überhaupt zeigen? Heißt es, ich kann keine Aufsätze mehr geben in der Klasse als Hausaufgabe? Ja, das stimmt. Das stimmt, dass wir das aktiv und proaktiv ansprechen im Unterricht, in jedes Fach übrigens. Von uns lernen sie den richtigen Umgang, sie lernen den richtigen Stellenwert und sie lernen die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Das heißt, wenn wir es aus der Sicht der Lehrperson offen und aufgeschlossen dem gegenüber sind, können wir viele, viele Möglichkeiten für uns entdecken. Hier sind einige abgebildet.
Außer Sicht des Kindes, des Teenagers gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, KI auch fürs Lernen einzusetzen. Zum Testvorbereitung, als Tutor Dinge korrigieren, aber einfach als Hilfe, wie sie die anderen Sachen auch verwenden. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe digitale Grundbildung auch als Fach und habe in diesem Fach gleich die Gelegenheit dazu genutzt, das Thema anzusprechen und habe vor ein paar Monaten habe ich mit der zweiten Klasse begonnen, dass sie lernen, mit diesen Dingen gut umzugehen, verantwortungsvoll zu nutzen. Habe auch ein paar Tools vorgestellt und üben lassen. Und vor allem haben wir sehr, sehr lang darüber geredet, was das Tool kann, was die Tools können, darüber reflektiert und wir haben auch Regeln für die Klasse ausgearbeitet. So sieht es aus, wie die Kinder und Jugendlichen gearbeitet haben an unserer Schule. Sie haben recherchiert, sie haben ausprobieren können, verschiedene Tools und haben auch die Ergebnisse auch geschaut. Das heißt, meine Empfehlungen für Sie, wenn Sie hoffentlich motiviert worden sind durch meine Ausführungen, spätestens jetzt, sich damit auseinanderzusetzen, dann würde ich mal wirklich sagen, Schritt für Schritt, sich selbst ein Bild machen. Das heißt, sich informieren. Es gibt auch Online-Kurse, die Sie besuchen können, Online-Webinare, YouTube-Videos. Gerne, gerne, gerne in der Klasse, im Unterricht. Jetzt haben wir Mai, Ende Mai, Juni. Jetzt haben wir vielleicht schon Testdruck ist vorbei. Schularbeitsdruck ist vorbei. Wir können vielleicht jetzt einmal in diesem Monat ein, zwei Unterrichtseinheiten dafür verwenden, den Kindern zu zeigen, wie sie diese Tools gut nutzen können und selbst einmal Dinge ausprobieren. Und vor allem, sehr, sehr wichtig als Lehrperson, Regeln vereinbaren. Sagen, was okay ist, was nicht okay ist. Und wenn zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen das verwenden dürfen, wie sie das angeben. Mehr dazu später. Wie erwähnt, es gibt sehr viele Online-Kurse. Hier ein Kurs von StudyPoint, ist es kostenlos. Hier wird ChatGPT zum Beispiel in der Schule auch ausführlich auch thematisiert. Es gibt auch sehr viele Podcasts. Sie können sehr, sehr gerne diese Podcast-Reihe von Florian Nuxol sich anschauen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele andere. Man braucht nur ein bisschen googeln, aber hier für euch einmal die Quellen. Es gibt sehr, sehr viele Artikel auch mittlerweile, auch im deutschen Sprachraum. Also sehr, sehr gerne sich diese Sachen anschauen. Es gibt sehr viele Menschen, die sich schon seit Monaten damit auseinandersetzen, damit sie nicht bei Null beginnen müssen. Daher einfach sehr, sehr gerne diese Erfahrungen einmal ansehen. Auch dieses Video möchte ich gerne ans Herz legen. Das hat Florian Nuxon auch als Webinar gemacht. Ansonsten ausprobieren. Wenn Sie sagen, ChatGPT ist für mich ein bisschen zu, ich sage, ich traue mich noch nicht mit dem Arbeiten. Es gibt da gptschule.de, das ist ein DSGVO-konformes Tool für deutschen Sprachraum und das kann man ganz wunderbar auch verwenden. Als Alternative kann ich auch sehr gerne empfehlen ChatSonic oder WriteSonic. Und ja, was ChatGPT kann, hoffentlich habe ich jetzt ein bisschen demonstriert und auch erklärt. Wir sehen hier zum Beispiel, wie das in Echtzeit auch funktioniert. Wenn ich sage zum Beispiel, das Tool soll das Leben von Helen Keller zum Beispiel in dem Fall zusammenfassen kann, sodass ein 10-jähriges Kind es verstehen kann, dann können wir sehen, wie schnell die KI wirklich arbeiten kann. Ja? Und das ist sogar unter 3,5. Das heißt, heute mit GPT-4 ist sogar ist noch schneller. Und wie gesagt, ganz ist dialogisch. Es ist ein Dialog. Das heißt, ich kann wirklich nachfragen, nachfassen, bitten, etwas zu ergänzen. Ich kann sagen, na, das war nicht richtig. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann nur sagen, wer das noch nicht ausprobiert hat, sehr, sehr gerne ausprobieren. Lückentexte können wir generieren lassen. Wir können Texte verbessern lassen und das Tool bitten, diese Verbesserungen zu begründen. Wir können auch Dinge im Interviewstil führen. Das ist eine ganz super Sache auch für Geschichte oder so, ja? Geschichtliche Personen, historische Personen, Gespräche mit historischen Personen machen. Oder wie gesagt, man kann auch Lessonplans generieren lassen. Das heißt ausführlich, ich brauche etwas für nächste Woche, Science Fiction und die KI macht das für mich, schlägt Sachen vor und ich brauche nur Copy-Paste-Dinge nehmen, die ich nehme. Ähnlich wie wir das sowieso machen bei der Google-Suchmaschine zum Beispiel. Ist es im Prinzip nichts anderes.
Konkret habe ich auch im Englischunterricht auch die Kinder und Jugendlichen es auch als Tool auch anwenden lassen. Sie haben eine Geschichte, den Anfang einer Geschichte geschrieben, dann haben sie diese Geschichte vervollständigt mit Hilfe der KI und dann sollten sie die Geschichte dann wiederum noch ein bisschen bearbeiten, verändern und dann vor allem dann begründen, warum sie etwas verändert haben, dokumentieren, warum sie etwas verändert haben. Und hier sehen wir das Ergebnis, das ist die Geschichte, das zum Beispiel ein Team gemacht hat. Und Ton haben sie auch mit BigSpeak.ai auch eingespielt. Oder Testvorbereitung, Entschuldigung. Da sollten sie auch Dinge schreiben und sie sollten überprüfen lassen. So hat zum Beispiel hier ein Kind in meiner Klasse auch einen Text gemacht, hat die KI verwendet, um seine Fehler auszubessern. Was sagen die Kids nach diesen Erfahrungen? Ich habe sie natürlich gefragt, was ihre Eindrücke sind und die meisten sagen, sie werden es manchmal verwenden. Aber wir werden sehen, ob das wirklich stimmen wird. Und sie werden vor allem schauen, dass sie die Regel beachten. Welche Regel, fragen sie sich. Ich habe in der Klasse ausführlich besprochen, welche Regeln sein müssen. Und vor allem auch, ich habe erklärt, was der Unterschied ist zwischen einer KI und einem Mensch. Und habe einfach Dinge einfach unterstrichen, was für mich wichtig war als Lehrperson. Ich habe auch übrigens gesagt, dass die Lehrpersonen das immer wissen werden, wenn die KI, wenn sie eine KI verwendet haben. Ja, Regel für den Unterricht habe ich, wie gesagt, hier auf der linken Seite zusammengefasst für die Kinder. Ich habe natürlich auch für Lehrkräfte verschiedene Handouts auch erstellt. Zu KI-Literacy gehört, dass wir Texteingaben formulieren können. Hier habe ich noch für Sie ein paar Ressourcen zusammengefasst. Es lohnt sich, das wirklich einmal gut zu lernen, vor allem zu üben. Und wenn alle Striche reißen, es gibt auch eine KI, um Prompten zu lernen, hier mit TryArvin. Ja, ich kann nur wünschen, gutes Gelingen. Ich habe viele, viele coole Sachen erstellt. Ich kann sie sehr, sehr gerne auch teilen. Ich hoffe, dass Sie bereit sind für diese Veränderung. Kaizen kommt aus Japan, also im Japanischen. Das bedeutet, Change ist gut, die Veränderung ist gut. Und ich hoffe, dass für Sie die KI auch eine gute Veränderung herbeiführen wird. Zu allerletzt empfehle ich meine Padlet-Sammlung, wo ich sämtliche Ressourcen, Ideen, Artikel auf einer kompakten Seite gepackt habe. Sage ich einmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Dankeschön.